In diesem Video lernst du ein Stückchen Draht kennen. Das weiß noch nicht so richtig, ob es magnetisch sein soll. Wie das geht, die Antwort gibt's hier. Man kann sich das Innere eines ferromagnetischen Stoffes im Prinzip als ganz viele kleine sogenannte Elementarmagnete vorstellen. Wie gesagt, es ist allerdings eine Vorstellung. Und wenn diese geordnet sind, wie im unteren Beispiel, dann ist der Stoff magnetisch. Sind sie ungeordnet, wie oben, dann ist er nicht magnetisch. Der Begriff Ferromagnetismus kommt vom lateinischen ferrum, das steht für Eisen. Aber außer Eisen ist auch Kobalt und Nickel ferromagnetisch. Wenn ein äußeres Magnetfeld die Elementarmagnete entsprechend parallel ausrichtet, ist der Stoff entsprechend selbst magnetisch. Auch wenn das äußere Magnetfeld nicht mehr da ist, behält er in der Regel seine Magnetisierung. Meistens sind es Festkörper, man verwendet es in Dauermagneten, Elektromotoren, Transformatoren und aber auch in magnetischen Datenspeichern. Nun gibt es aber eine besondere Temperatur. Wenn das Ganze oberhalb dieser Temperatur erhitzt wird, verschwindet die Magnetisierung bzw. die magnetischen Eigenschaften. Es ist auch nicht mehr magnetisierbar. Unterhalb dieser Temperatur erlangen die Werkstoffe ihre magnetischen Eigenschaften wieder zurück. Das Ganze ist benannt nach Pierre Curie, der das Ganze entsprechend entdeckt hat.